Die Serenity-Kanone haben wir erforscht Ende der letzten Folge hier in diesem Let's Play von Pandora First Contact. Herzlich willkommen in dieser Science-Fiction-Welt. Die Serenity-Kanone, freigeschaltet durch die Technologie panzerbrechende Sprengköpfe. Und diese Kanone bringt uns nicht nur plus 25% auf die Kampfstärke unserer Panzer oder unserer Barracuda-Kriegsschiffe, sondern zudem noch, ganz wichtig, plus 25% Stärke gegen mechanische Einheiten. Und das ist jetzt, hoffen wir, der entscheidende Kampfvorteil auf hoher See. Denn wir haben ja mittlerweile einen Abwehrkrieg gegen die religiösen Fanatiker des Lichtordens, das hier diese rosafarbene oder pinkfarbene Fraktion oder lila, diese Farben nie richtig auseinanderhalten, auf diesem anderen Kontinent. Wir selber sitzen hier mit der gelben Noxium-Gesellschaft. Wir spielen die Roten, die Solardynastie, hier auf einem gemeinsamen Kontinent fest. Wir hatten der Noxium-Gesellschaft den Nicht-Angriffspakt gekündigt, um Templars, ihre Hauptstadt, anzugreifen. Dann kam uns aber der Lichtorden zuvor, hat seinerseits Krieg erklärt gegen die Noxium-Gesellschaft, hat Templars erobert und in dem Augenblick haben wir dann zugeschlagen und die noch schwache Besatzergarnison, die es dort gab in Templars, mit eigenen Kräften angegriffen, dem Lichtorden den Krieg erklärt und die angeschlagene Stadt dann selber erobert und besetzt. Und kein Wunder, dass der Lichtorden, dass diese religiösen Fanatiker jetzt stinksauer auf uns sind. Hier im Diplomatiebildschirm seht ihr, rasend steht dort, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Also wir haben im Grunde genommen, müssen wir jetzt eine zweigeteilte Strategie fahren. Zum einen müssen wir uns verteidigen, denn, das sahen wir schon in der letzten Folge, die schicken jetzt viele Schiffe rüber. Transportschiffe mit Landeinheiten, also Landeinheiten, die gewassert haben, um uns hier anzugreifen, um unsere Städte einzunehmen. Kann auch sein, dass die das ein oder andere Begleitschiff noch mitschicken, ebenfalls ein Barracuda-Kriegsschiff. Und da haben wir gemerkt, da hatten wir Kämpfe gehabt, wir sind etwa gleich stark gewesen, etwa bei diesen Seekämpfen geringfügig unterlegen. Und das kam halt daher, weil wir technologisch nicht mithalten konnten. Und das sollte jetzt eigentlich behoben sein. Diese Schwäche, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, ich gehe mal hier auf Barracuda 1, diese Schwäche auszugleichen. Erstellen eine Kopie, nennen die Barracuda 2. Und statt dieser Lance-Kanone, die minus 25% Stärke gegen mechanische Einheiten bringt, also einen Malus, stelle ich die Serenity-Kanone ein und die bringt uns plus 25%, plus diese 25% Gesamtkampfstärke mehr, den Rest können wir lassen. Damit, ich zeige euch mal den Unterschied, haben wir jetzt statt 6, 7 und zusätzlich Kampfstärkepunkte und zusätzlich noch diesen ganz, ganz speziellen Bonus beim Kampf gegen Schiffe. Da wollen wir auch gleich mal das erste Schiff hier produzieren in Wunderblume in unserer Hauptproduktionsstadt. Stelle ich hier ein, wird in zwei Runden fertig sein. Da werden wir doch mehrere brauchen, denke ich. Also Teil 1 der Strategie ist hier dieser Abwehrkampf an den Küsten gegenüber dem Lichtorden. Und Strategie Nummer 2, klar, wir wollen für klare Verhältnisse sorgen. Wir wollen die letzte Stadt der Noxium-Gesellschaft wegputzen, damit dieser Kontinent ganz alleine uns gehört. Denn das war ja von Anfang an unser Plan gewesen. Forschung auswählen. Ich würde gerne über die Aktienbörse, die bringt plus 25% Credits durch Steuern, plus 2% Credits Grundeinnahmen jeder Stadt, hier hingehen zu dem gelenkten indirekten Feuer. Aktienbörse deshalb nicht ganz unwichtig, schaut mal links oben, minus 12%, klar, wir haben so viele Einheiten gebaut, deshalb haben wir da so einen dicken Goldmalus und diese Einheit hier, gelenktes indirektes Feuer, also diese Tech, die bringt uns Artilleriewaffe. Wir können damit Artillerien herstellen. Die können also aus der Entfernung die Gegner bombardieren, ohne dass der selber einen angreifen kann bei diesem Angriff. Und dadurch kann man gerade Einheiten, die sich in feindlichen Städten verschanzt haben, die dort vielleicht Verteidigungswelle und die Verteidigungsboni nutzen, entscheidend runter bombardieren, bevor dann die eigenen starken Angriffseinheiten die entscheidenden Angriffe fahren. Ganz, ganz wichtige Waffe für einen Angriffskrieg insbesondere. Da müssen wir unbedingt hin. 6 Runden dauert ein bisschen lange, das wollen wir mal ein wenig beschleunigen. Ich gehe in unserer Hauptstadt, in Göttlicher Ski, dort steht ja ein Observatorium, bringt plus 50% dieses alte Alien-Gebäude, plus 50% an Forschung, da haben wir aber nur 2 Wissenschaftler, da ziehe ich mal die Minenarbeiter ab, können wir uns erlauben, ja. Und vielleicht können wir hier sogar noch einen Bauern abziehen, na, das wird ein bisschen knapp. Mal gucken, wie sieht das denn hier aus in Castro.
Ja, so können wir das machen. Da können wir dann hier, okay, das haut hin. Wir haben jetzt etwa plus minus null bei Nahrung und Mineralien und sind in 4 Runden mit der Aktienbörse fertig. Das sieht doch, oh, ist aber kein Unterschied, ne? Seht ihr? Dann können wir auch hier den einen Minenarbeiter noch belassen. Obwohl, die Forschungspunkte werden ja angespart. Die braucht, so mache ich das auf jeden Fall. Doch, doch, so machen wir das. Alles klar. Einheiten befehligen 5 Stück. Das ist erstmal hier diese Barracuda-Einheit, das neue Schiff. Ziehe ich hier hoch. Denn ich glaube, das werden wir bald brauchen hier. Hier ist noch ein Barracuda. Kann 4 Felder weit ziehen. 1, 2, 3, 4. Ah, schaut mal hier. Hier ist einer dieser Feinde. Hier, Barracuda-Wasserfahrzeug. Hat eigentlich eine geringere Kampfstärke als wir. Schaut mal, wir haben 6,6, die haben 4,4, aber tja, die haben halt diesen Hammerhead oder Hammerhead-Raketenwerfer. Und wir haben diese blöde Lance-Kanone. Das heißt, wir haben Malus beim Kampf gegen ein Schiff, die haben einen Bonus. Ganz übel. Wird ja bald ausgeglichen sein. Oh, ich kann aber auch nicht flüchten hier, wenn die uns nachsetzen. Ich setz mal hier hin. Und hier haben wir eine Barracuda-Einheit. Schaut mal hier, wir umrüsten könnten wir theoretisch die schwache Barracuda-Einheit zu einer starken. Doch guck mal, das kostet uns 121 Gold bei gerade nur 190 Gold in der auf der hohen Kante. Ist mir zu riskant. Mache ich nicht, sorry. Können wir uns einfach nicht leisten im Augenblick. Ich klicke also auf Heilen. Was anderes geht ja nicht. Hier klicken wir auch auf Heilen. Die heilen ohnehin schon. Und dieses Barracuda Fahrzeug, tja, da klicke ich mal auf Position halten und gucken, was passiert. Und hier haben wir den Former, den traue ich mich nicht rauszuziehen, wegen dieses dicken Monsters hier, dieses Galet. Eine Runde aussetzen und mal gucken, ob der Feind nachsetzt. Setzt nicht nach. Ah, ich bin natürlich schon ein bisschen neugierig. Ich könnte die jetzt vielleicht trotzdem killen, oder? Hier 1, 2, 3, 4. Wenn ich mit 2 Schiffen angreife, das ginge vielleicht. Die haben wir ja den. Ich setze mal mit dem hier hin. Ja. Einmal angegriffen. Vielleicht haben wir sogar Glück. Hatten kein Glück, aber. Jetzt sieht doch gleich das Meer wieder etwas sicherer aus. Das hier ist von einer anderen Fraktion, von den Militaristen, ein Schiff. Ja, mit dem Former. Ich würde ja wirklich gerne hier irgendeine Städteverbindung bauen oder irgendetwas, aber ja, ich traue mich nicht mit dem raus. Vielleicht hierhin nach Castro? Da kann ich auch nicht viel machen. Oder zumindest anfangen, dahin eine Straße zu bauen. Ich kann mich ja wenigstens etwas nützlich machen mit dem. Ich den hier hin und lass den dann da eine Straße bauen. Oh, das ist gut. Wunderblume ist gewachsen. Bringt das hier was, den Arbeiter hier einzustellen? Ja. Dann ist das Barracuda-Fahrzeug. Das Barracuda-Schiff früher fertig. Klasse. Kostet aber auch ordentlich Mineralien. Naja. Eine Runde weiter. Wunderblume hat den Barracuda 2 fertiggestellt. Klasse. Und gleich noch einen zweiten Barracuda 2 einstellen. Okay. Oh, Lady Vermilion, die religiöse Fanatikerin, hat einen Nicht-Angriffspakt geschlossen mit den Ökopaxen, mit der Advokatin Gardinier. Und hier, unser Gelber hat einen Nicht-Angriffspakt mit Lady Vermilion geschlossen. Der hatte ja zuerst Frieden mit ihr wieder und jetzt sogar einen Nicht-Angriffspakt. Das ist natürlich heftig. Das heißt, die kann sich dann eventuell ganz gut auf uns konzentrieren. Ja, die hat auch Krieg gegen das Imperium. Gegen die Militaristen, gegen die blaue Fraktion. Das ist gut, das lenkt ihre Aufmerksamkeit mal ein bisschen ab hier von uns. Das sind die Militaristen hier. Die sind also westlich von uns gelegen und hier oben sind die religiösen Fanatiker. So, jetzt ziehe ich aber erstmal hier den Barracuda in die Stadt rein. In den Städten heilen die ja schneller, wird ausgeheilt. Mit dem Barracuda bin ich mir schon ein bisschen neugierig, ob wir hier. Ach, schaut mal hier. Das hier ist wieder so ein Barracuda Wasserfahrzeug, gegen das wir keine Chance haben. Aber hier, wir haben mal Glück, ein Avenger-Panzer auf hoher See. Den können wir natürlich abballern. Wer ist denn hier? Ach, die müssen alle noch aushalten hier. Der hat noch volle. Ah, und noch eine Einheit daneben. Schaut mal hier.
Noch ein Avenger-Panzer. Ja, da haben wir ja mehr Glück als Verstand. Prima. Haben wir hier eigentlich auch ein Kriegsschiff drin? Nee, haben wir nicht. Wollen wir erstmal den hier vernichten? Sehr gut. Die sind aber auch blöd. Warum? Die KI kann doch... warum zieht die nicht ein Kriegsschiff auf diese Transportschiffe drauf? Das finde ich jetzt nicht so clever von der künstlichen Intelligenz. Und, ja, dann ziehe ich hier den etwas schwächeren. Oh, der kann ich. Der hat nur noch einen Bewegungspunkt. Aber der hier, der kann das. Der zieht hier hin und hier drauf dann. Sehr schön. Zwei Feindeinheiten weniger. Und mit dem hier, setze ich mal hier hin. Der Barracuda hier halt aus. Das ist der ganz starke Barracuda, der neu gebaute. Mit dem ziehe ich hier rüber. Okay. Der Farmer kann jetzt hier wie geplant die Straße bauen. Alles klar. Und eine Runde weiter. Bin gespannt, was hier jetzt passieren wird. Na, das Kriegsschiff hat sich zurückgezogen. Es war doch ganz gut, dass wir hier die Küstenlinien ausspioniert haben mit unseren Schiffen, ne? Sonst hätten wir die beiden Avenger-Panzer nie und nimmer gesehen, wenn wir die erstmal an Land gehabt hätten. Das wäre nicht gut gewesen. So, der ist angeschlagen, aber ich glaube nicht sehr stark. Zwei Runden bis zur Heilung, der könnte auch auf offener See heilen. Bei dem dauert es länger. Dann ziehe ich den mal in die Stadt rein. Und heil den da. Und was noch mit dem hier? Den können wir auch an Ort und Stelle heilen. Den hier? Ich kann sein, dass die hier runterziehen nach Eiserz, nicht? Schaut mal da. Das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Avenger-Panzer. Unglaublich. Das gibt's doch nicht. Unbewacht von Kriegsschiffen. Also das ist nicht so gut von der KI. Da werde ich mal dem Lorenz Ruhmann, dem Entwickler, den ich schon zweimal interviewt habe, sehr, sehr netter Kerl, dem schreibe ich mal eine Mail. Den weise ich darauf hin. Das ist ja aber auch eine ältere Version. Wir spielen ja mit der 1.02, heißt die, glaube ich. Die Beta-Version ist längst weiter. Ich nehme das hier gerade etwa eine Woche auf, eine knappe Woche vor dem Release der deutschen Ladenversion. Dann wird die Beta-Version abgegradet, die offizielle Version abgegradet zu einer neuen offiziellen Version. Dann kommen die Neuerungen aus der Beta rein. Kann sein, dass die KI dann schon wieder viel, viel besser ist. Den kriegen wir nicht, den Avenger-Panzer. Bis dahin kann ich nicht ziehen. Ne? Vier Felder komme ich auch hier, komme ich nicht hin. Ne? Das schaffe ich nicht. Castro ist gewachsen. Unsere Nahrungsstadt hat einen weiteren Bürger. Ja, prima. So, Zug beenden. Ah, da kommt wieder. Wir werden beschossen, schaut mal. Ja, das war zu befürchten. Aber der Gegner hatte mächtig hier verloren. Also wir haben die Aktienbörse erforscht, das halten wir erstmal fest, klasse. Und dann gehe ich hier auf das, hier auf gelenktes, indirektes Feuer, um die Artillerien zu bauen. So, und jetzt ziehen wir hier mit unserem Barracuda 2 rüber. Ja, der schafft es aber nicht rechtzeitig bis zu dem anderen Barracuda. Aber hier haben wir noch einen. Ja, der schafft den locker. Einmal, zweimal und... Sollten wir dieses Kriegsschiff doch ausschalten können. Klappt. Das heißt, der Feind hat ein Kriegsschiff verloren, wir auch eins. Ich schätze mal, dass wir verdammt gut dastehen mit der industriellen Produktion, weil hier Wunderblume, die erzeugt ja wahnsinnig viel hier an Hämmern. An industrieller Produktion und solange der Gegner ein Schiff verliert, wir auch, ist das alles noch okay. Da kommen wir beim Wettrüsten mit. Ist ja nur ein Spiel. In Wirklichkeit müssen wir natürlich die Verluste an Menschenleben an Bord dieser Kriegsschiffe mitberechnen, aber das blenden wir jetzt mal aus. So, Barracuda 2, das weitere Barracuda 2 Kriegsschiff. Und dann können wir auch, bei minus 1 sind wir mittlerweile nur noch beim Malus, bei den Credits, vermutlich deshalb, weil die Moral hier in Templars gut ist, genau. Nur noch 4, minus 4 durch die Übernahme der Stadt. Die Bürger gewöhnen sich an unsere wohlwollende Besatzungspolitik. Und dadurch kriegen wir auch mehr Credits, weil da kein Moralabzug mehr ist. Klasse. Sehr, sehr gut.
Ja, dann können wir es uns ja auch leisten, weiterhin hier aufzurüsten. Machen wir da gleich noch ein zweites Barracuda 2. Noch ein oder noch ein drittes Schiff von denen. Aktienbörse erforscht, alles klar. In 4 Runden haben wir das gelenkte indirekte Feuer und dann können wir 8 Artillerien bauen. So. Barracuda 2 lassen wir da. Nee, mit der können wir jetzt ruhig hier auf Suche gehen. Gucken, ob wir hier... Ah, was sehen denn meine Augen hier? Das ist ja fein. Mit dem angeschlagenen könnten wir sogar den hier fertig machen, oder? Ja. Einmal, zweimal und noch ein Avenger-Panzer auf den Grund des Meeres geschickt. Unglaublich. Das war hier ein billiger Triumph. Und mit dem Barracuda 2 holen wir uns den hier. Noch ein Avenger-Panzer weg. Oh Gott, die haben kaum noch Truppen. Oder? Beim Diplomatiefenster nachgesehen. Ja, wir haben 4 Militärstarkpunkte. Die nur noch 2. Sieht ja echt prima aus. So, der Barracuda 1 ist mittlerweile ausgeheilt. Dann können wir den auch rüberschicken. Anscheinend findet ja hier der Seekrieg statt. Und hier haben wir noch einen Barracuda 2. Den wollen wir da auch mal rüberschicken. Klasse. Zug beenden. So, hier hat der Former mittlerweile die Straße, ein kleines Stückchen Straße gebaut. Ja, und der hier, der ist so stark angeschlagen, den sollten wir wirklich schnellstmöglich in eine unserer Städte zurückziehen. Der ist dagegen, der Barracuda 1, der ist nicht, der ist in einer Runde schon ausgeheilt. Den lassen wir da einfach stehen, halt natürlich nur aus, wenn wir ihn nicht bewegen. Und der hier, den schicke ich mal auf selbe Geländefeld. Und hier mal ja noch den anderen Barracuda 2. Okay. Hier haben wir einen ausgehaltenen Barracuda 1. Gucken, ob wir noch irgendwo eine Feindeinheit finden. Noch ein Barracuda 2. Schicken wir hier auch raus. Sieht doch gut aus. Und in Wunderblume stellen wir gleich den nächsten Barracuda 2 rein, der jetzt auch ein bisschen länger braucht. Okay. Alles klar? Ja, alles klar. Weiter. So, der soll hier komplett ausheilen. Und jetzt gehe ich hier mal ein bisschen gucken mit dem Barracuda 2, der ausgeheilt ist. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwas... Ah, was ist denn hier das? Ach so, die sind gestapelt. Ein Barracuda Wasserfahrzeug, ein Avenger Tank Transporter. Hier macht die KI das. Hier bewacht die einen gewasserten Panzer durch ein Kriegsschiff. Jetzt schaut mal an, unten die Siegvorschau. Ja, jetzt, wie gut, dass wir jetzt diese Serenity-Kanone haben. Jetzt können wir den nämlich versenken. Großartig. Prima. Und das heißt, genau, dass wir auch nachsetzen können und auch den Avenger-Panzer fertig machen können. Klasse. Sehr schön. Mit dem hier ziehen wir ein Stückchen hier entlang, patrouillieren ein bisschen über die See. Hier noch ein Barracuda 2. Gucken, ob es hier irgendetwas Nettes zu entdecken gibt. Sprich, ob wir irgendwelche Gegner finden, die wir fertig machen könnten. Hier, der Former baut hier die Straße. Klasse. Und hier der Barracuda 2. Der zieht hier auch nach. Oh. Ein göttlicher Ski. Unsere Hauptstadt ist gewachsen und genau, hat jetzt, glaube ich, erstmals, glaube ich, ein neues Geländefeld dazu gewonnen. Hier. Fein. Und als nächstes mal hier noch eins uns dazu holen. Alles klar? Ja. Okay. Noch ein Wissenschaftler. Ach, braucht man nicht unbedingt. Ist egal. Können wir machen, können wir lassen, was soll's. Wie auch immer, Zug beenden. Da ist sie, da ist die Artilleriewaffe Long Tom. Klasse. Und damit gehen wir jetzt in die Werkstatt und werden jetzt, wie machen wir das denn? Kann man eigentlich aus dem Barracuda auch eine Artillerie machen? Ja, hier kann man auch. Mit der kann man auch Fernkampf machen. Das ist ja klasse.
Also, dann nehmen wir diese Barracuda 2 Einheit und taufen die um in Barracuda Artillerie. Okay. Gedankenstriche gehen nicht, deshalb muss ich das so komisch tippen. Entschuldigt bitte. Dann machen wir hier statt der Serenity-Kanone Long Tom. Guckt mal oben auf den Kampfstärkewert. 7 sind es im Augenblick und jetzt kommt das Problem. Es sind nur noch 3. Denn diese Waffe Long Tom sorgt dafür, dass die Kampfstärke um 75% sinkt. Ganz schön heftig, ne? Wird besser im Zuge des technologischen Fortschritts. Dann wird dieser Malus geht ein bisschen runter. Aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Den Rest können wir lassen, wie es ist. Ja. Long Tom. Barracuda Artillerie 1. Und die wollen wir jetzt auch ab der nächsten Runde hier erzeugen. Genau. Und Templars ist gewachsen. Wo ist der Bürger eingesetzt hier? Ach so, die Stadt geht auch vor allem in Wirtschaft hier, ne? In Wissenschaft, entschuldigt bitte. Ach, wir haben ja keine adaptiven Bunkerwände. Die sollten wir aber haben, diesen Verteidigungswall. Mal gucken, welches Forschungsgebiet wir als nächstes einstellen könnten. Das ist natürlich fett hier. Goliath-Mech. Da hätten wir eine super Einheit, wenn wir die erforschen würden. Ist aber wahrscheinlich auch sauteuer zu bauen, oder? 64 und hier 48? Nee. Stell ich mal ein. Wäre natürlich schon ein ziemliches Monster. Trotzdem gefällt mir das hier nicht. Wie lange brauchen wir denn hier für die adaptiven Bunkerwände? Beschleunigen wäre zu teuer. So können wir es machen, oder? Dann haben wir in 3 Runden die Bunkerwände. So sind es 4 Runden. Geht ja auch noch. Ah, das ist alles nicht so gut hier. Müssen wir ein bisschen oben aufpassen. So kriegen wir es besser hin. Okay? Ja. Einheiten befehligen. Mal erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Feind haben. Nee. Sieht so aus, als ob es denen nicht sonderlich gut ginge. Ach, ich weiß was. Mal gucken, ob die Frieden annehmen. Ja, wisst ihr, warum das gut ist? Frieden und einen Nicht-Angriffspakt werden sie wohl kaum machen. Doch, machen sie. Großartig. Die haben Schiss vor uns, deshalb machen die das. Das heißt, dass wir jetzt nämlich die Noxium-Gesellschaft angreifen könnten, um deren die letzte Stadt denen abzunehmen. Das mache ich jetzt auch. Ich ziehe mal mit allem, was ich habe, jetzt rüber. Denn ich glaube, wir haben jetzt mit allen einen Nicht-Angriffspakt, oder? Mit dem, bis auf die Gelben, mit dem Imperium haben wir einen Nicht-Angriffspakt. Mit dem Lichtorden gerade abgeschlossen, genau. Und mit der Noxium-Gesellschaft haben wir den gehabt, haben den dann gekündigt, der Resalvum Nicht-Angriffspakt. Sollte der gekündigt werden, haben wir 5 Runden Zeit. Dauert es 5 Runden, bis der Krieg wieder erstmals erklärt werden kann. Also, das ist schon, da haben wir wirklich jetzt alle Zeit der Welt. Und die können wir jetzt nutzen für einen entschlossenen Angriff auf Lehmann auf dem Seeweg. Kommen wir bis hierhin und dann können wir angreifen. Oh ja. Sehr schön. Das machen wir. Prima. Haben wir hier noch was an Schiffen drin? Der hier, der Barracuda, der halt aus. Und wie? Der muss auch echt aushalten. Aber ich glaube, mit Wasserfahrzeugen kann man, glaube ich, Städte nicht einnehmen. Dazu brauchen wir mindestens eine Landeinheit. Aber die können wir ja hier rüberbringen. Genau, die können wir auf dem Landweg rüberbringen. Hier sind ja welche. Dann können wir aber auch hier einen Teil der Einheiten schon mal abziehen. Ja, das mache ich auch. Dann nehmen wir hier eine Garnison, ziehe ich hier ab, und einen Kolonialsoldaten. Ja. Ach, das können wir nachher immer noch machen. 1-2 Züge, die können sich ja vorarbeiten, oder? Im Wald haben glaube ich, solche Einheiten auch noch einen Kampfbonus.
Ich warte mal ab. Ich zieh mal hier einen raus und na, welcher war es denn hier? Den jetzt ziehe ich noch raus und das machen wir dann in der nächsten Runde, geht's weiter. Zug beenden. Okay. Ja. Wir können jetzt ruhig abwarten. Okay. So, hier haben wir den Barracuda 2. Der wurde ja gerade gebaut. Klasse. Den belasse ich mal in der Stadt. So, jetzt ziehen wir hier rüber. Hihi. Das gefällt mir. Kleiner gemeiner taktischer Winkelzug. Muss ja erstmal aushalten. Eiserz ist gewachsen. Und das ist eigentlich egal. Können wir beides machen. Okay. Na, hier kommt wieder dieser Galet. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Barracuda 1. Soll da heilen? Okay. Barracuda 2. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen neugierig, was sie für Truppen haben in Limen. Ich schick mal den hier. Den schicke ich mal gucken. Wir haben ja offene Grenzen. Ah, eine Einheit außerhalb der Stadt. Das ist nur ein Former. Zwei Avenger-Panzer, ein Kampfflugzeug, Seeker-Geländewagen, vermutlich adaptive Bunkerwände, tippe ich mal drauf. Ja, wenn wir mehrere, da werden wir wahrscheinlich Verluste haben. Aber ist ja egal. Die denunzieren uns. Akzeptiert Denunziationen, das verschlechtert dann. Wir lehnen das ab, damit mildern wir das ein bisschen ab. Okay, göttlicher Ski hat die automatisierte Fabrik fertig, sehr schön. Okay. Ja. So, und hier haben wir jetzt die erste Artillerie fertig. Das ist gut, da stelle ich mal gleich eine zweite Artillerie ein. Wir müssen ein bisschen auf die Credits aufpassen, minus 3 geht noch. So. Ziehen wir erstmal den hier hin. Okay. Die sollen da alle drin bleiben und bewachen. Der zieht hier hin. Okay. Na, noch einmal zwei Runden aussetzen. So, und der hat gleich den hier fertig, die Straßenverbindung. Okay. Barracuda 1. Eine Runde weiter. Das ist. Ich frage mich zwar, warum die Militaristen da bei uns landen, aber kann uns ja egal sein. Wir haben ja nicht Angriffspakt mit denen, gilt beidseitig. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, und der hier. Der braucht eine Weile, bis er heilt. So. Langsam können wir uns für den Krieg vorbereiten. Der hatte auch ausgeheilt. Mhm. Okay. Adaptive Bunkerwände sind hier fertig. Großartig. Sehr, sehr gut. Aktienbörse. Sollten wir überhaupt irgend überall bauen? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier aufpassen mit den... Ja,
Na, die Arbeiter ziehe ich ja ab. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Mineralien sind jetzt bei plus minus null. Hier noch ein paar mehr Nahrung erzeugen. Hier lohnt sich genauso, ist gut. Dann kann ich nämlich die Nahrung hier unten abziehen aus die Bauern. Die kann ich hier in die Wissenschaft einstellen. Hier ist es ja am effektivsten wegen diesem Observatorium. Okay. Alles klar? Ich denke schon. Ja. So, und jetzt können wir loslegen. Jetzt haben wir diesen Goliath-Mech fertig. Wollen wir uns gleich mal aus der Nähe anschauen. Da ist der. Zwölf. Was für ein fetter Brocken. Unfassbar. 12 Kampfstärkepunkte. Großartig. Den nennen wir dann gleich auch mal, ach, wieder dieses blöde Problem mit dem Bindestrich. Goliath Met. Nee, das ist ja doch diese Droge. Peinlich. Goliath Mech 1. Okay. Und schwere mechanische Einheit. Super. Und den können wir jetzt auch hier bauen, oder? Braucht 4 Runden, dann steht er uns zur Verfügung. Was bauen wir als nächstes? Was erforschen wir als nächstes? Zortium-Panzerung. Das wäre natürlich auch ganz, ganz wichtig hier. Wie kommen wir da hin? Über die fortgeschrittene Stadtplanung. Oder hier drüber. Kampfflugzeug brauchen wir nicht unbedingt. Aber hier Wohnraumgebäude, das brauchen wir schon eher. Machen wir darüber. Okay. So. Jetzt sollten wir aber doch den Krieg erfolgreich erklären können, oder? 2x Artillerien könnte hinkommen. Könnte hinkommen. Ja, wir machen das mal. Wir machen das. Wir erklären den Krieg. Lehman, Noxium-Gesellschaft. Erklärt den Krieg. Da freuen die sich. Nein, die freuen sich natürlich nicht. So, jetzt ziehen wir hier vor. Ziehen wir, wie gesagt, über Wald. Weil die wir da einen Kampfbonus haben mit menschlichen Truppen im Wald. Und hier können wir gegebenenfalls auch noch rausziehen mit den Garnisonen. So, jetzt ziehen wir natürlich hier alles, was wir an Einheiten haben, raus. Ja, die Kolonialsoldaten lassen wir drin stehen. Denn hier auch, der heilt ja noch, die 5. Jetzt ziehen wir jetzt mal ein Feld vor. Okay. Jetzt nehmen wir uns hier die Artillerie. Die kann, glaube ich, 2 Geländefelder weit schießen. Mal gucken. Hat den Gegner schon ein bisschen geschwächt. Machen wir gleich mit der zweiten Artillerie auch noch. Prima. Ja, die haben deutlich nachgelassen. Was passiert, wenn wir mit dem angreifen? Na, der kommt nicht durch. Der wird ganz drauf gehen. Kampfflugzeug. Wir werden in der nächsten Runde nochmal. Wir warten mal eine Runde und werden dann in der nächsten Runde mit der nochmal die Artillerie einsetzen, denke ich mal. Barracuda. Okay. Und dann ziehen wir hier noch den mit der Garnison hier hin. Ja, das sollten wir doch in der nächsten Runde schaffen, oder? Da hier eine Straße war, könnten wir jetzt sogar angreifen. Macht aber natürlich keinen Sinn. Eine Runde weiter. Oh, die greifen uns sogar an. Das ist so clever war. Klar, die. Das ist schwer zu sagen, ob das klug war oder nicht. Weil, na, ich glaube, es war eher dumm von der KI. Denn die sind natürlich in der reinen Verteidigungsstellung viel stärker. Denn die haben ja, wie ihr hier seht, schaut mal unten in die Kampfvorschau, die haben das Hauptquartier dort stehen. Und das Hauptquartier bringt einen Verteidigungsbonus. Also
Das funktioniert wie der Palast bei Civilization. Einmaliges Gebäude in der Hauptstadt. Ja, genau. Aber wenn sie nur in der Verteidigungsposition bleiben, dann werden sie natürlich in aller Ruhe auch von der Artillerie kaputt gebombt. Aber an die Artillerie kommen sie wiederum auch nicht richtig ran. Da müssen sie ja direkt daneben ziehen, also auf dieses Feld hier, um angreifen zu können. Alles nicht gut. Also man kann drehen und wenden, wie man es will. Die KI hat es nicht leicht gegen die Solardynastie. Und nochmal ein Angriff mit der Artillerie. Prima. Und nochmal ein Angriff. Ja, und jetzt sollten wir doch den entscheidenden Angriff fahren können. Sehr schön. Da war das Kampfflugzeug futsch. Jetzt greifen wir den Avenger-Panzer an. Klasse. Und noch ein Angriff. Großartig. Noch ein Angriff. Jetzt haben die nur noch eine Einheit, ein Former da drin. Sehr schön. Jetzt ist die Stadt leer. Jetzt können wir einmarschieren in die letzte Stadt des Gegners. Fraktion eliminiert. Eine der anderen Kolonien ist untergegangen. Die Menschen wurden Opfer von Waffen der Natur oder einfach des Hungers. Aber natürlich sterben ihre Überzeugungen nicht mit ihnen. Wir sind nicht so engstirnig und können durchaus unterschiedliche Philosophien in unser Leben integrieren. Somit wird ein Teil der nun untergegangenen Kolonie in den verbleibenden Fraktionen weiterleben, spricht die Geldgier der Noxion-Gesellschaft. Ich fürchte, das stimmt, zumindest auf meiner Seite. Peinlich, peinlich. Doch ihr fanatischer Grundgedanke, dass es für die Menschen nur einen richtigen Weg zu leben gibt, ist nun ebenfalls Geschichte und darüber kann man nicht traurig sein. Hübscher Text. Ja. Tja. Eine ausgeschaltet. Dieser Kontinent gehört jetzt alleine uns. Wir haben mit allen anderen Fraktionen einen Nicht-Angriffspakt. Können jetzt in aller Ruhe hier weiter bildern, können diesen Kontinent komplett besetzen, die Städte massiv ausbauen und dann, wenn wir weit vorne liegen, die Gegner überrollen. Das wäre mein Plan. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, warum war diese Folge so unglaublich lang? Normalerweise macht dieser Writing Bull doch immer 20, vielleicht 25 Minuten Folgen. Jetzt waren es ungefähr 40 Minuten. Unfassbar lang. Da kann ich euch die Antwort gerne sagen, weil das hier das Finale war. Das Finale zumindest dieser Staffel des Let's Plays mit Pandora First Contact und mit der Solardynastie, möglicherweise auch dieses ganzen Let's Plays, hängt ein bisschen ab von euren Reaktionen. Und auch davon, was die Zukunft bringt. Die nächsten beiden Monate nämlich, ich erkläre euch mal kurz den Hintergedanken, damit ihr nicht euch betrogen fühlt, dass das Spiel ja mittendrin abreißt, sondern da habe ich mir schon was bei gedacht. Denn ich weiß nicht, wann ihr euch das hier anschaut. Ich selber nehme das jetzt auf. Mitte Januar 2014, eine Woche vor dem ersten von zwei Live-Abenden zu Pandora First Contact. Den ersten gibt's am 23. Januar, Donnerstag, 23. Januar ab 20 Uhr auf meinem Twitch-TV-Kanal. Den Link auf die Webadresse findet ihr in der Textbeschreibung nahe bei diesem Video. Und da werde ich mit Piero Parker zusammen, einem Freund aus dem Sifforum, sifforum.de, zusammen eine neue Einzelspielerpartie von Pandora beginnen. Wir werden vielleicht die sogar in einem Live-Abend komplett durchziehen, fangen früh um 8 Uhr an, wollen auf jeden Fall bis Mitternacht spielen, denn um Mitternacht beginnt der Release-Tag. Am 24., also Freitag den 24., ist die deutsche Ladenversion von Pandora First Contact verfügbar. Wir wollen quasi in diesen Release-Tag hinein feiern, mit euch live auf Twitch.tv. Und den Mitschnitt dieser Partie werde ich dann in den 2 Wochen danach auch in einzelne Folgen untergliedert auf meinem YouTube-Kanal online stellen. Und da gibt es also eine Menge zu gucken. Und an diesem Abend werde ich euch auch eine neue Version von Pandora First Contact zeigen,
Denn es wird pünktlich zum Release halt eine neue offizielle Version geben. Das ist schon ein Unterschied. Und dann, nochmal 2 Wochen später, werde ich sogar ein Multiplayer-Match spielen mit einem Entwickler, mit Lorenz Roman zusammen. Das ist der Mann aus Erlangen, der zu Proxy Studios gehört und zu dem kleinen Entwicklerteam von Pandora mit, und mit dem habe ich ja schon 2 Entwicklerinterviews durchgeführt. Sehr, sehr netter Typ, und der wird mitspielen im Multiplayer-Match, ebenfalls auf diesem Twitch-TV-Kanal am 6. Februar auch ab 20 Uhr und sicher auch richtig lange, wahrscheinlich bis Mitternacht oder wer weiß bis wann. Und da wird er halt antreten gegen User aus dem Civ-Forum, civforum.de, falls ihr noch mitspielen wollt übrigens. Die meisten Mitspieler stehen fest, die Courage haben, gegen den Entwickler und einen verdammt guten Multiplayer-Spieler anzutreten. Die haben die Courage, ihr vielleicht auch. Falls ihr mitmachen wollt, dann meldet euch doch bitte auf civforum.de. Da gibt es einen Thread zu diesen Live-Abenden. Da könnt ihr reinschreiben. Und was ihr braucht, ist allerdings ein Headset und eine Teamspeak-Verbindung und nicht nur Courage gegen Lorenz anzutreten, sondern auch die Bereitschaft, darüber zu plaudern. Denn ich mache das so: Lorenz hat mir versprochen, dass bis dahin ein Zuschauermodus zur Verfügung steht. Das heißt, ich werde selber nicht mitspielen, aber ich werde die Partie live kommentieren und werde getrennte Teamspeak-Kanäle haben zu den einzelnen Mitspielern. Und werde dann anfangs für mich alleine plaudern. Dann etwas später werde ich dann reden, quatschen mit den einzelnen Spielern dort in getrennten Teamspeak-Kanälen, mal mit dem einen, mal mit dem anderen, mit ihnen oder sie befragen nach den Plänen, nach den Ängsten, nach den Strategien und werde auch immer nicht nur die gesamte Spielwelt sehen können, sondern auch die Stadtbildschirme aller Fraktionen. Das heißt, ihr als Zuschauer habt wirklich eine verdammt, verdammt gute Sicht auf die gesamte Partie und könnt euch in die Köpfe jedes einzelnen Spielers mal mit reinbewegen, mit mir zusammen. Das stelle ich mir verdammt unterhaltsam vor. Und auch das werde ich dann in einzelnen Folgen dann mitschneiden und auch auf YouTube online stellen. Und wenn all das hinter uns liegt, also die Einzelspielerpartie und die Mehrspielerpartie und die ganzen Videomitschnitte, ja, dann haben wir bereits circa Ende Februar. Und ob wir dann diese Partie ja noch fortsetzen wollen mit einer Version, die dann weit veraltet ist, da möchte ich mal ein paar dicke Fragezeichen hinterstellen. Das sind meine Pläne. Zu diesen beiden Live-Abenden möchte ich euch entführen und verführen und hoffe, dass ihr dann dabei seid. Bis dann, bis bald. Macht's gut. Tschüss.